Herzlich willkommen bei Chicha Devils aus Kroatien. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und ich meine, wir sind hier richtig schön am Urlaub machen. Heute letzter Tag, haben richtig geile Sachen hier erlebt. Haben viel Shisha geraucht. Ja. Ui. Mehr als wir im Wasser waren tatsächlich. Ja. Also wir haben mehr Stunden an der Shisha verbracht wie am Strand. Das ist schon heftig. So, wir haben heute eine Shisha vom Martin. Das ist die Kaya, die wir euch schon mal vorgestellt haben. Könnt ihr auch mal das Video anschauen, das ist die Orangen. Oben verlinkt. Genau. Und wir rauchen die jetzt gerade nur mit Eis. Wollten mal ausprobieren, wie das läuft. Also kein Wasser drin, einfach nur 20.000 Eiswürfel. Ja. Schmeckt wie eine abgestandene Eisbazooka. Richtig geil. Genau. Also nicht zu kalt, nicht zu warm. Richtig schön für so einen Sommertag. Perfekt ausgewogen. Und ja, wir rauchen Cold Peach mit Grey in einem 7 Days on Fire Kopf. Genau. Richtig geiler Kopf. Das Einzige, was mich zum Beispiel stört an diesem Kopf, ist, dass der oben an dem Sieb, erstens, dass es sich manchmal verklemmt und zweitens, dass er kein solches Gummiteil hat, wie zum Beispiel der hier, ich zeig's euch mal, hier so zu halten. Das hat er leider nicht, aber ansonsten ist übel der Barberkopf und damit kann man richtig gute Köpfe verheizen. Ja. Und jetzt nochmal zu den Eiswürfeln. Das ist natürlich super gut, weil da nichts blubbert. Braucht man keinen Diffusor. Ja. Kann man einfach Eiswürfel reinmachen, dann läuft das Ding auch. Ja, exakt. Weil vor allem, wenn ihr dann zum Beispiel nachts hier draußen sitzt, müsst ihr euch vorstellen, 2 Uhr Balkonrufen, wenn man dann 5 den Kopf anmacht, dann ist das schon so, dass der ein oder andere Nachbar richtig dumm nach oben guckt, wenn das Ding so komplett die ganze Nachbarschaft hier durchblubbert. Deswegen gestern auch schön ohne Wasser, ohne Eis geraucht, damit sich keiner beschweren kann. Und wir haben für diesen Urlaub, haben wir uns einen Plan gemacht, so ja, wir rechnen mal so durch, was wir so an Tabak und Kohle brauchen. Wir hatten echt talentierte Leute am Taschenrechner am Anfang bei der Planung vom Urlaub. Da müsst ihr euch vorstellen, da wurden kalkuliert, wie viel Tabak? 3,5 Kilo Tabak und darauf 10 Kilo Kohle oder sowas. Und im Endeffekt haben wir jetzt 2,5 Kilo Tabak, die haben wir gar nicht alles verraucht, obwohl wir permanent am Heizen sind. Wir haben irgendwie zwischen 1,5 und 2 Kilo. Ja, wir sind hier im Urlaub zu 6. Wir haben eine richtig geile Zeit, wie wir schon gerade eben gesagt haben. Es war wirklich ein wunderschöner Urlaub, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, wir waren in Lorette, wir waren in Tossa de Mar, wir waren so an so vielen Orten. Aber für mich zum Beispiel war es hier bisher am schönsten und man kann es echt nur empfehlen. Wir sind in Kroatien an der Adria in Crikvenica. Das ist genau gegenüber von der Insel Krk. Also richtig schön und richtig baba die Location. Deshalb kam es auch in diesen 2 Wochen nicht wirklich ein Video, weil wir haben einfach die Zeit hier genossen. Haben einfach entspannt gemacht, waren einfach nur mit den Jungs unterwegs und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal wirklich Urlaub. Ja. Und dann hat man dann zum Beispiel, man ist dann unterwegs und man denkt so, ey ja komm, das kann man jetzt aufnehmen. Dann haben wir die Kamera zum Beispiel nicht dabei oder man ist so, dass man dann halt die Nacht sich um die Ohren schlägt, dann morgens aufsteht und dann komplett am Sack ist und dann einfach nur noch zum Strand möchte oder so. Und deswegen haben wir es, wie er gerade gesagt hat, einfach nicht geschafft, ein Video zu machen. Tut uns echt leid für euch, weil wir haben euch ja gesagt, ja wir hauen da voll die krassen Vlogs raus und so, aber hat halt irgendwie nicht so gut funktioniert, wie wir gedacht haben, weil es einfach teilweise nicht reingepasst ist und teilweise. Wir haben einfach den Urlaub gelebt, ja, wie man den Urlaub lebt. Und war aber ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Taschen sind schon gepackt, werden noch zum Strand gehen, werden dann die Autos packen, Wohnung noch einmal durchsaugen, wischen und dann geht's wieder ab nach Deutschland. Wir werden euch jetzt noch vielleicht ein paar coole Strandausschnitte zeigen. Wir werden die Kamera mitnehmen, also GoPro. Wir werden da vielleicht ein bisschen Scheiße noch bauen, mal gucken, wie wir Bock haben. Und sonst war es das von uns. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, super viel Spaß, haut einfach rein, genießt euer Leben, macht Urlaub in Kroatien. Gönnt euch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Feels
like I'm going insane, and only you can save me.